Herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video, was so ein bisschen aus der Reihe der Videos heraussticht, die ich sonst so mache. Mein Name ist Captain Dax und ich zeige euch heute kein Gameplay zu Way of the Hunter. Ich sag euch heute, warum ihr in Way of the Hunter keine Weibchen mehr jagen solltet. Ruhe, Ruhe, es hat geklingelt, Freunde, es hat geklingelt. Unterricht beginnt. So. Thema heute: Weibchen in Way of the Hunter. Was wissen wir alles über Weibchen in Way of the Hunter? Ja, kurz. Wir wissen, dass wir Weibchen auch schießen müssen und dass die wichtig für die Herrenpflege sind. Nein, also Schulz, passen Sie überhaupt auf in meinem Unterricht? Haben Sie dieses Spiel überhaupt schon einmal gespielt oder sind Sie nur aus Langeweile hier? Wir wissen es nämlich noch nicht. Dabei liegt die Betonung auf noch. Denn bis jetzt hat der Entwickler überhaupt noch nichts gesagt zu weiblichen Tieren. Und selbst in der Enzyklopädie im Spiel steht nichts darüber, dass man weibliche Tiere schießen soll. Müssen wir das nochmal durchkauen, Schulz? Tierlebensräume bestehen aus Gruppen von Tieren, die einen gemeinsamen durchschnittlichen Fitnesswert haben. Du kannst die durchschnittliche Fitness eines Lebensraums verändern, indem du Männchen mit niedriger Trophäenpunktzahl jagst. Dann steigt der durchschnittliche Fitnesswert und die Lebensräume werden von Tieren mit höherer Fitness bevölkert. Wenn du dagegen nur die Männchen mit hohem Trophäenwert jagst, sinkt die durchschnittliche Fitness des Lebensraums und die Trophäen werden qualitativ schlechter. Tierlebensräume bestehen aus Gruppen von Tieren, die ein stabiles Verhältnis von Männchen und Weibchen haben. Du kannst das Verhältnis von Männchen zu Weibchen ändern, indem du nur Tiere eines bestimmten Geschlechts jagst. Wenn du mehr Weibchen erlegst, gerät das Verhältnis aus dem Gleichgewicht und es leben weniger Tiere in dem Lebensraum. Umgekehrt steigt die Anzahl der Tiere in dem Lebensraum, wenn du nur Männchen jagst. Ah, okay, also ist es gar nicht so gut, dass man Weibchen schießt, weil ja dann die Population zurückgeht. Und das ist sehr gut, dass man nur Männchen schießt, damit ganz, ganz viele Tiere kommen und so. Ja, Schulz, könnte man durchaus schon so sagen, ja. Fällt dir denn vielleicht ein Grund ein, warum man doch Weibchen jagen soll? Also gibt es einen Case, in dem man doch ein Weibchen jagen sollte? Das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, für eine Quest, wenn man eine Quest hat, wo man ein Weibchen schießen soll, dann ist das ein Grund, um ein Weibchen zu schießen. Richtig, genau. Für eine Quest. Sehr gut, Schulz, sehr gut. Und noch was? Ach doch, für Caller. Genau, weil beim Caller muss man ja auch und so. Ja, genau, sehr gut, für den Caller, genau. Um den Caller nämlich zu leveln, muss man anfangen, damit Weibchen zu callen, um die dann zu erlegen. Sehr gut. Okay. Ja, dann hoffe ich mal, dass du es verstanden hast, Schulz, ne? Und dann wünsche ich dir fürs nächste Mal Waldmanns Heil. Meine Jagdfreunde, kleiner Nachtrag zum Video. Also ich muss dazu sagen, ich habe mich so ein bisschen versucht, im Way of the Hunter Discord zu informieren, was da jetzt nun stimmt und was nicht, ob man wirklich Weibchen jagen soll und ob das wirklich für die Herdenpflege wichtig ist und keine Ahnung. Ich habe dabei die Antwort bekommen, wie gesagt, was ich auch im Video gesagt habe, dass es nur für die Quests und nur für die Caller wichtig ist. Ansonsten ist es überhaupt nicht wichtig für die Herdenpflege, dass man Weibchen jagt. Also falls da irgendein YouTuber oder irgendein anderer Backseat-Gamer oder irgendwas zu euch sagt, ihr müsst auch die Weibchen rausschießen, damit der Fitnesswert in der Herde stimmt. Das stimmt nicht. Ich glaube, der ganze Zauber von Way of the Hunter und der Herdenpflege besteht nur darin, dass man schlechte Männchen, die ausgewachsen sind, rausschießt und den jungen Männchen, die halt im Prinzip einen Stern haben oder zwei oder wie auch immer, die Zeit gibt, mehrere Sterne, den Trophäenwert anzuheben, um die dann, wenn die ausgewachsen sind, mit ihrem vorherbestimmten Trophäenwert zu schießen. Das ist der ganze Zauber in der Geschichte. Also hört auf, Weibchen zu schießen, beziehungsweise ist es nur vom Vorteil, wenn ihr nur Männchen schießt, weil dann, ja, die Herde größer wird, die Population wächst und ja, Ich hoffe, ich habe euch damit ein bisschen geholfen mit dem Video. Falls ihr dazu irgendwelche anderen Kenntnisse und Quellen dazu habt, dass das
anders ist, als ich hier im Video dargestellt habe, bin ich natürlich bereit, mir das alles anzuschauen, durchzulesen und auch meine Meinung zu ändern. Also falls ihr da irgendwas habt, schreibt es bitte in die Kommentare, ich lese mir das durch und vielleicht mache ich dazu dann noch ein neues Video, keine Ahnung. Aber mein aktueller Stand ist jetzt das hier und ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen und ein kleines Statement setzen. Ja, ansonsten sage ich euch noch, bleibt entspannt in den Kommentaren, bleibt höflich in den Kommentaren, das ist immer wichtig. Ansonsten müssen wir da so ein bisschen intervenieren. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß am Video. Vergesst nicht den Follow auf Twitch, der Link ist in der Videobeschreibung und das Abo auf YouTube. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.